Wir von Search One möchten euch heute zeigen, wie ihr mit dem Divi Page Builder und dem Plugin Rank Matheo eure Website SEO-freundlich gestalten könnt. Der Vorteil von dem Plugin ist einfach, dass ihr direkt im Divi Page Builder die SEO-Einstellungen vornehmen könnt und checken könnt und nicht so wie bei den herkömmlichen SEO-Plugins einfach nochmal in einem neuen Tab überprüfen müsst, ob auch alles so passt, wie ihr das haben möchtet. Denn hier unten, seht ihr es schon, ist direkt das SEO-Icon von RankMath eingebaut. Da klickt ihr einfach drauf und dann öffnet sich das SEO-Panel. Unter dem ersten Reiter General könnt ihr euer Snippet bearbeiten. Wie gewohnt findet ihr hier Title, Permalink und Description. Außerdem findet ihr unter General viele Tipps, also RankMathTheo analysiert eure Website und ja, sagt dann eben, was noch zu optimieren, sich zu optimieren lohnt, beziehungsweise Optimierungsbedarf hat. Da einfach mal gerne reinschauen. Bei uns auf unserer Beispielseite ist jetzt noch sehr viel Optimierungsbedarf. Genau. Dann unter dem zweiten Reiter Advanced findet ihr alles Wichtige eben zu den Robots-Meta-Einstellungen und auch die Canonical URL könnt ihr hier bearbeiten. Wenn ihr ein Breadcrumb-Menü habt, könnt ihr hier auch den Titel einfügen. Genau. Dann der dritte Menüpunkt ist für die strukturierten Daten da. Da hat eben RankMathTheo schon einige vorangelegt. Da könnt ihr einfach mal durchgucken, da ist sicher das Passende für euch dabei. Falls nicht das Passende dabei sein soll, kann man auch mit der Pro-Version ja, sein eigenes Schema benutzerdefiniert erstellen. Genau, dann wählt ihr euch eben bei den vorgegebenen eins aus. Wir nehmen jetzt mal die Rezepte und dann könnt ihr hier einfach wie gewohnt alles ausfüllen und dann einfach unten Speichern klicken. Genau. Bei dem letzten Menüpunkt könnt ihr alle Beiträge Social Media konform gestalten. Also ihr könnt für Facebook und Twitter eben Title und Description angeben. Ihr könnt ein Foto hinzufügen. Genau, und ihr habt auch die Möglichkeit, wirklich das individuell zu gestalten. Also entweder sagt ihr, ja, okay, ich möchte die gleichen Daten wie von Facebook haben oder eben, ich möchte eben auf Twitter nochmal ein extra Title und Description. Und ein anderes Foto. Genau. Ja, das war es soweit von uns. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem RankMath SEO Plugin und dem Divi Page Builder.